ich würde sagen, wir gehen das letzte Video rein. Bist du Single Street Comedy auf dem Monte Event? Just as long ist der Vater von Monte. Wie viel hat das da hinten gekostet? Oh, Alter, was ist das? Böse. So viel zu Reichtum. Alter. Oh mein Gott, ein Skelett. Was geht denn da? Alle reich? Ja, Digga. Oh, hier ist nichts. Ach du Scheiße. How are you? Please help me. He needs some. Was geht da, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem Video. Wir sind in der Schneehalle beim Monte-Event. Mich hat's komplett zerfetzt, Digga. Ich kann rückwärts fahren. Ey, wo ist mein Ski? Egal. Ich würde sagen, Freunde, wir starten heute rein mit einem kleinen Video. Es wird richtig geil. Hier sind ganz viele Leute da. Sehen Sie, würde ich sagen, jetzt. Oh, das ist unfassbar. Guckt euch diese Dame an. Tschüss. Was geht denn bei Katja? Ich bin ein Vibe, aber goddamn. Katja? Dürfte ich was fragen? Ja. Ich weiß doch, auf Splash hast du mich damals ignoriert. Weißt du, wer ich bin? Ich war so angestrengt. Meine Mama war da. Ich hatte kurz davor danach einen Auftritt, so 2 Minuten, und dann konnten wir nicht quatschen. Katja, eine Frage. Ganz kurz bitte. Ja. Was ich merkwürdig fand, war, dass auf jeden Fall das die meistgewatchte Stelle war in diesem Video. Ich weiß nicht, ob es hier da hinten dran lag. Liegt an 1, 2 Silikonteilen, die da in meinem Körper schlummern. So, ich habe meine Lippen gemacht, offensichtlich. Meine Nase gemacht, Wimpern. Seine sehr Prime viel Geld. War mit Ben Laxer. Diese Frau ist wirklich gut, doch sie ist nicht schön. Ich stelle mir eher mehr Erregung vor. Und jetzt ist sie schön. Wie viel hat das da hinten gekostet? Guck, dürfen wir mit diesen Anbauzeiten. Aber ist natürlich eine OP. Hat 20.000 gekostet. Wann hat den das letzte Mal jemand berührt? Sehr oft berühren. Ich dachte gerade, das wäre die meistgeschaute Videostelle im Video. Menschen, die ich mag, wenn es jemand berührt, die ich nicht mag, wird man sehen, was man davon hat. Hast du einen Freund? Nein. Du? Na, Katja. Was war das meiste, wo du Geld gemacht hast? Onlyfans oder Musik? Beides gleich. Ungefähr? Sehr viel. Hast du eine Uhr? Sei Dank. Ja. Aha. Die Baguette Diamonds. Wie alt bist du mittlerweile? 27, du? Hat ja 27? Crazy. Wie viel Geld macht die denn? Würde da was gehen? Nee. Alter! Grüß dich. Sie könnten mein Vater sein. Echt? Wegen der Zeit, sie haben sehr viel in meiner Kindheit mit mir geredet. Willst du mich jetzt echt weiterhin siezen? Du bist jetzt immer am Tauchen. Hast du schon mal einen Hai-Angriff bekommen? Angriff nicht, nö, aber Berührung und weggeschoben. Dachten die vielleicht, du gehörst zu ihnen? Wie man diese Tiere wahrnimmt unter Wasser, ist phänomenal. Ich habe mich vorhin schon gefragt, ihr seid das perfekte Paar. Ich habe mir ein Video von ihm angeschaut, wie man tauchen geht, weil ich keine Ahnung hatte. Und dann durfte ich nicht tauchen wegen meinem Rücken. Okay. Jan, schlappen weg. Zeig dir, was du kannst. Und jetzt habe ich hier gerade dran geleckt. Aber das fühlt sich an wie Kaugummi. Oh. Hey, Anwalt. Hast du schon mal ein paar Fälle außergerichtlich geklärt, und zwar so? Ja, das... Zeig mal, was du mit dem machst. Ja. Ey, wir einigen uns gerichtlich. Ich wusste gar nicht, dass so ein Tier in dir schlummert. Ja, das ist, da steckt einiges in mir. Hallo, wer sind Sie? Jasmin und Sie? Wir sind gerade ein bisschen gerudelt, kann es sein? Ski gefahren. Und was können Sie so? Skateboarden oder wie? Skateboarding und Modeln, ja. Können Sie auch schlagen? Erstmal. Bei 700 ziehe ich meine Hose aus. Ja, was hat die für einen perfekten Körper? Schaut es euch mal an. Da riecht richtig enges an und es sieht trotzdem... Oh. Bitte 699. Boah, ich hab einfach sogar recht gehabt. Hast du das schon mal angewandt bei einem Mann? Nee. Sind Sie Single? Ja. Ja? Ja. Und gefällt dir einer hier? Boah, ich habe jetzt noch nicht alle gesehen. Kennst du den Herr Konstantin? Ja, natürlich. Krieg ich hier von dir ein Bodykit? Welches Auto reden wir? G-Klasse. G-Klasse? Ja, sag doch mal was. Ich muss weg. Bist du Multimillionär? Oder bist du schon Milliardär? Lass mich Folgendes sagen. Ich bin unglaublich dankbar dafür, wie ich die letzten Jahre... Du willst ja nichts sagen über der Klassiker. Reichtum. Aber wie ist es, wenn wir die Dame fragen, die dazu gehört? Was? Guten Tag. Ich wollte... Wer ist der? Brabus, wer ist das? Brabus ist eine Automarke. Oh, ich dachte immer, das wäre Bentley, wegen dem B in der Mitte. Ich habe keine Ahnung. Jet ist eine Tuning-Marke, keine Automarke. Krass. Sieht aber sehr schön aus. Ich mag dieses Auto. Ist eine G-Klasse, aber getuned. Leute, bei Autos, da muss ich leider loslassen. Wenn ich Fragen habe, werde ich mich immer an euch wenden. Alter, wie geil. Die wollte ich auch haben. Guck mal. So viel zu Reichtum. Alter. Ist die Day-Date? Boah, das ist geil. Was hast du? Okay. Alter. Zeig mal die Uhr schnell. Nee, besser nicht. Oh mein Gott, ein Skeleton. Ich habe gedacht, welchen Millionenbereich befinden wir uns? Im zweistelligen und dreistelligen Hut, da sind wir die Milliarde schon geknackt. Kann ich Gott, ich steht jetzt sage, das ist einfach zu viel geworden. Er ist schön. Das war mein erstes Geschenk übrigens von Konstantin. Ja, der Mann mit Stil. Ein Satz, der mich geprägt hat in meiner Jugend. Und zwar der, wenn du
sei erstmal ein, Du willst eine vernünftige Frau, sei erstmal ein vernünftiger Mann. Der Song ist ja jetzt schon fast 4 Jahre alt und ich habe letztes Jahr gesehen, wie er noch erst letztes Jahr so ein bisschen nochmal gepusht worden ist. Frage nee, nee, bist du Single oder? Du wirst mich klären. Nee. Warum? Kennst du eine Shirin? Digga. Was denn? Aber du hast doch mit Shirin. Oh, oh. Beef? Videos gemacht. Ja, hab ich. Habt ihr euch näher kennengelernt? Bruder, nein. Das ist einfach, wo ich mit Shirin Videos gedreht habe, das war wie, als hätte ich mit, einfach YouTube. Einfach YouTube, Digga. Einfach Videos gedreht, auf cool. Ja. Oh. Doch, Hemming. Wir müssen einen neuen Skandal machen. Hey, hey, Dings wie, Leroy. Was ist mit Leroy? War da irgendwas gewesen, oder? Wir haben uns die Hände gereicht, privat. Echt jetzt? Ja. Alter, Tom, was sind das für Fragen? Nee, oder? Doch. Trifft mich das, wenn ihr mich beleidigt? Überhaupt nicht. Aber ich sag dir ehrlich, ich hab Leroy die Vorleihe gegeben, dass er mich hopst. Ich habe mich zu sicher gefühlt und habe Aussagen gebracht, die nicht in Ordnung waren und over the top. Ich ärgere mich, mich trifft das, weil ich der Idiot bin, der das so doof war, ihm überhaupt Angriffsfläche zu geben. Man kann ja Kritik äußern, man muss aber darauf achten, wie man es macht und ich habe übertrieben. Freundin? Wie meinst du? Du? Ich erzähl nichts über mein Privatleben. Also ja, oder wie? Und du? Du warst doch bei Seven in the Wild, oder? Möglich, ja. Wie standst du zu Masturbation im Seven in the Wild? Das ist eine gute Frage. Hast du überhaupt gar keinen Trieb zu, ne? Wirklich? Überhaupt gar nicht, ey. Du hast nicht... Er hat eigentlich was anderes gedreht, Monte hat es aber verboten. Was denn? Morgenlatte bekommen. Rumatra hat es doch auch ganz groß angekündigt. Er hat sich fest vorgenommen, da in der Wildnis einen Ruder zu holen. Aber er hat es nicht geschafft. Ich habe das ja auch gemacht. Stimmt, du warst ja auch auf Panama, ne? Ja. Und ich kann diese These nicht unterstützen. Herr Varian, was haben wir hier gemacht? Zum Atmen. Tomatolex, wir haben gerade erst ein Video von ihm geschaut. Die sind so scharf, aber ich kann nicht aufhören zu essen. Zum Atmen tatsächlich. Ist doch groß genug. Ja. Nee, Varian, warum hast du den Boxkampf ich hab mir die Rippe gebrochen. Papa Platt hat 4-mal dort gewichst. Hat er ehrlich? Ja. Nikolaus hier, wo die Rippe sitzt. David, sag ich. Wisst ihr, warum er das gemacht hat? Damals hat man immer als kleiner Junge versucht, so weit runterzukommen, wie es nur geht. Meins jetzt. Was meinst du damit? Tomato, wir haben das drüben schon mal eben drüber gesprochen. Man muss sich nämlich normalerweise eine Rippe rausnehmen lassen, damit man selber runterkommt. Ja, stimmt, das hat Marilyn Manson gemacht, glaube ich, ne? Was ist das? Hast du Freundin? Nicht mehr. Ist bei dir aus mit Freundin? Sieht gut aus. Was haben wir vorhin geredet? Irgendwas mit Drogen? Nicht mehr aware. Nee. Papa Selbstexperiment. Hab ich auch schon mal überlegt. Es gibt auch so Leute, die ihr Morgenurin trinken. Ah, Tomato legst bitte nicht. Felix, hör auf. Bitte. Echt? Mach das mal. Ja, ich glaube, das soll gesund sein, aber ich weiß nicht, ob... Kot ist auch gesund. Kot ist nicht so gesund. Nee, das ist, glaub ich glaube, das ist, kann gefährlich sein. Hast du schon mal gut genascht, du? Nee. Bei dir kann ich es mir vorstellen. Nein. Hast doch das Ding aufgezogen, damit du besser schnuppern kannst. Ja. Wer hat den besten Kot? Sind Sie was fragen? Ja. Sind Sie der K1? Ja, genau. Sind Sie das gewesen? Ja, damals? Natürlich. Kannst du nochmal diesen einen Song performen, bitte? Ab jetzt lebt K bei AK von Overground. Das war das geilste, oder? Lied von dir. Ja, yes, oder? Nee, bist du aber Sänger? Nein, nein. Ich bin Tänzer. Meine Freundin ist Sänger. Aber nein, du hast doch mit dem Stern das gesungen, oder? Genau. Adel Tawil. Ja. Der bist du. Ja, wirklich. Ich baue einen Stern. Und sonst? Okay. Und wer bist du? Ja, ja. Ja, ja, ja. Freddy! Woo! Freddy läuft in die Cam! Ah, geil, Alter. Hi, ja, ja. Ich wollte dich kurz was fragen. Ja. Nee, wie ist das eigentlich, so Hundeinfluencer zu sein? Ich bin der Größte in Deutschland, Österreich, Schweiz. Du hast ja auch noch einen Hund da. Ja. Du hast mal meinen Burger getestet, ne? Ja. Und da ist dir der Burger runtergefallen und du hast ihn vom Boden gegessen. Ja, mach hier mal. Ja, der Food-Tester eures Vertrauens. Kurz mal genascht in so einer Straße, von da ging's zur Toilette. Boden war dirty wie sonst was, Digga. Holle! Ja. Ist eine 3,9. Machst du noch die geilen TikToks wo du immer auf Arsch filmst? Machst du das noch, oder? Nee, das mach ich nicht mehr. Du warst doch mal drogensüchtig, kann das sein? Ja, das stimmt, ja. Also Alkohol, Cannabis so. Und da war ich schon ordentlich im Game drin. Du bist jetzt Millionär? Nein. Ja, das ist doch reich, Digga. Warte mal, kann jemand das kurz halten, weil ich muss meine Brille sauber machen? Wolltest du nicht aufhören mit Erko? Oh, das ist ehrlich, jeder, holy shit. Mein Sensor sieht älter aus als Robert Geist. Was? Was? Robert Geist sieht langsam aus wie du. Checkst du es? Hör auf mit dem Alkohol. Das ist kein Alkohol. Extra mal. Das? Findest du es heraus? Ey, hast du bei Big Brother gejackst? Nee, nicht einmal. Man nennt dich Carsten Stahl. Carsten! Man hat mir schon ein paar Sachen erzählt. Ne? Nein. Hat ein Stahl, hast ein Rohr. Hast du eine Girl? Gerade nicht, nein. Nicht? Du bist in Madeira. Nee, ich bin gerade am Umziehen. Warum machst du das? Wegen den Steuern oder was? Nein, das sagen immer alle, aber war bei mir tatsächlich kein Hauptgrund. Sie sind der Vater von Montana Black. Das ist wirklich Geistesgang, ist der Vater von Ehrlich. So sieht's aus. Wie haben wir das hinbekommen, dass man so einen Prachtkerl auf die Welt setzt? Das hat er, glaube ich, vor allem selbst hingekriegt. Hat er das nicht vom Vater? Manches, aber eher das Lachen und solche so Geschichten. Können Sie auch so lachen?
Nee, er kann so lachen wie ich. Ist privat, das geht euch gar nichts an. Oh. Alter. Hast du gerade eine Dame am Start? Ich hab, schau mal. Bei du bist mir ja vermehrt mit einer unterwegs. Bro, ich bin mit meiner Managerin hier, ja. Ist das schlimm? Ist das schlimm? Cool! Gut, Remy! Ah ja, da wissen wir Bescheid. Was ist denn eigentlich so ein Aggressionsproblem? Ich hab kein Aggressionsproblem, es gibt nur Leute, die... Eyo! Eyo! Wie sagt man denn? Nö, wie soll man denn? Ich hab noch eine Frage. Ja? Du bist doch unterwegs mit einer Dame. Mhm. Zeig mal deine Brille. Oi. Tom, wie geht's? Zeig deine Uhr. Ist das die Haribo, Digga? Ja, Mann. Boah, die ist böse. Aber ist eine Yacht, Mann? Nee, was steht denn da? Ja. Was würde passen zu mir? Patek Aquanaut am Kautschukband. Safe. Wie viel geht die? 45. 30. 45! 160k Uhr! Ich glaube, das ist ein Uhrvideo. Mama, wie viel kostet der Spaß? 130 kostet. Was ist das für ein Ring? Mein Ehering. Auch mal jemanden ins Gesicht gedrückt? Nein, noch nicht. Na. Hast du dich schon mal geschlagen? Noch nicht. Na, ich hab... Was ich mir vorstellen könnte, dass Marc Geberhoff einfach mal so ein Taekwondo Maotai oder so ein Gürtel. Nein, ich habe immer Security-Personal und ich muss mich nicht schlagen. Dave einfach nur am Pisten fahren. Er hat noch nicht einmal mit irgendjemand geredet, hat Kopfhörer drin, fährt nur Pisten. Bist du auf dem Award aus oder was? Ja, Olympia. GT3. Gut. Wählekauf oder wie? Na, das zeigt sich noch, aber es sieht ganz gut aus. Du wolltest doch einfach nur einen schnellen Flitzer fahren. Genau. Bei 130k, ich würde nur mit Security rumlaufen. Ey, imagine, Leute wissen, dass du eine 130k Uhr am Handgelenk trägst. Was manche machen würden, hätte voll Angst. Muss mich nicht schlagen, ich hab Personal mega sympathisch. Doch gar nicht. Genau. Ja, bisschen flexen. Steigt alles zum Kopf. Frau. Frau? Du? Ja, Frau. Echt? Ja. Langjährige Frau. Wirklich? Hm? In festen Händen. Wie lange schon? Seit ich 16 bin, mit kurzer Pause. Haben wir uns ausgetobt? Frau, ja. Spiele ge... Ich hab, boah, kommst du damit klar? Ich hab gearbeitet. Digga, einfach Bigfoot. Bigfoot ist gespawnt, guck mal. Zeig mal die Drähte. Juhu! Wo geht's hin? Was hast du hier drin gespeichert, sei ehrlich? Ist da Mary J. drin? Feierst du? Sind fresh, Digga, aber sind schon auch hoch und sowas. Ja, ja, ja. Nimm auch noch ein bisschen weiter. Yeah. Wir haben Mr. Fashion hier. Einmal Bewertung zu den Schuhen, Digga. Wilde Schuhe. Hab ich bei? Fresh. Bin sehr gespannt, wie mich Roat dann einkleiden wird. Auf die richtigen Fits anziehen. So. Ja, ja. Wenn jetzt mit einer Skinny-Bracke geht's auf jeden Fall nicht, Digga. Guck mal, wie rich der Mann ist. Kosten die 10er mit... Alter, warum so viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cartier in Weißgold, Cartier in Weißgold, Gelbgold, der Cartier Nagel, Cartier Love Arm Bracelet, Gelbgold, das sind alles die dickeren Größen, die sind teurer. Mittlerweile? 9er. War schon so ein kleines Häuschen an den Händen, so? Ein bisschen. Warum machst du das? Hä? Warum machst du das? Warum nicht? Mr. Döner! Mr. Döner! Junge! Ist auf deinen Namen eigentlich gekommen? Ja, natürlich Döner. Ich habe Döner im Spiel eingegeben und dann hat das Öl nicht genommen. Wie viel Geld haben wir gemacht? Oh, sehr, sehr viel. Bist sehr, du sehr durch? Viel. Ja, aber lebe sehr bescheiden. Weißt du, was das Geilste von dir war? Der Clip mit Kai Pflaume. Ach du Scheiße. Bist du Millionär? Nein, wirklich nicht. Also erstmal so, ne, Firma, da wird alles wieder reingesteckt. Genau. Wenn du sie zählen würdest, schon 5er, 5 Millionen. Ja. Siehst du, also bist du Millionär. Ja, aber nicht auf, hast du auf eine dem Frau? Konto. Ja, verheiratet. Du hast Kinder? Noch nicht, aber ich wünsche mir sie. Oh, ja. Ich sag auch, wie es ist, bei Rob sehe ich Kinder, oder nicht? Man wirkt dich immer sehr, sehr sympathisch. Dankeschön. Du bist auch ein lieber Kerl. Was war denn das Verrückteste, was sie jemals gemacht haben? Ich habe mitbekommen, 100 Kilometer durch die Wüste und 50 Kilo Feuer angefressen, dann alles rausgeschwitzt und so. 24 Stunden gegen die Rolltreppe, ohne auszusteigen. Ohne auszusteigen, das heißt, du gehst nicht auf Klo. Wie viele Höhenmeter waren das? Es waren knapp 12.000 Höhenmeter, 11.800, schlag mich tot. Ach, können Sie noch diesen Banger singen von damals? An Angel. Ja. Kennst du das? Natürlich kenne ich das. Lassen wir es diesen Mann singen. Kennst du dieses Lied? I believe in love, back to love. Weitere kranke Scheiße. Ich habe gewettet, dass ich schneller bin im 100 Kilometer im Pferd. Genau, Pferd mit Reiter. Und der Pferd hatte dreimal eine halbe Stunde Pause, Pflicht. Und dann jedes Mal, wenn der angehalten hat und hat seine Pflichtpause gemacht wegen Tierschutz, habe ich überholt, habe ich geführt. Und das Pferd hat mich in den letzten 800 Meter in 1 Minute 28 Sekunden überholt. Oh, das ist belastend.
Also hat quasi nicht der mit der Pferdelunge gewonnen. Hab geschworen, dass ich Revanche brauche. Und das Problem ist, das Pferd ist 3 Jahre später gestorben. Also hast du gewonnen. Aber warum? Oh, belastend. Hast du nicht mal gegen einen Gepard? 5 Millionen. Wer hat dir gerade einen fahren lassen? Warst du das? Weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist der gerade nicht. Joey Kelly ist einer der berühmtesten Redner unserer Zeit. Er hat wirklich jemand gefurzt. Digga, hier hat so einer geschissen, Alter. Ich hab nicht gefurzt, ne? Mach Mund mal zu, es stinkt. Haben Sie gefurzt? Hallo? Haben Sie gefurzt? Nee. Wie stinkt's? Ja, ich war's nicht. Du warst? Nein. Ja? Haben Sie gesagt? Ja. Wer hat's was? Ja. Nee, haben wir nicht. Ja, okay. So war das aber nicht. Ja, okay. Wir haben das nämlich genauso gemacht. Okay, stimmt's. Nee, haben wir nicht. So. Im vorletzten Video. Wir haben es getan. Gut, auf jeden Fall ein witziges Video. Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Erstmal, ich muss kurz meine Finger waschen. Gegen den Chips.